Hallo, moin ihr Lieben. Hi, 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 hi. Oh, ein Schmetterling, wie cool. So, ach ja, da war ja was. Laufen tun wir nur so. So, wir waren ja stehen geblieben, ja, bei diesem tollen Angebot, was ich eigentlich ganz ehrlich gesagt nicht so toll finde. Ich weiß, ich hatte einen Tag Pause drin. Ihr dürft jetzt auch mit mir böse sein. Nein, bitte nicht. Seid nicht böse mit mir. Ich hatte wirklich einen Tag Pause drin. Lag einfach daran, dass hier zu viel Stress war. Ja, Sodemann Urlaub, Badezimmer renoviert und so weiter und so fort. Und naja, sind so Sachen, die müssen auch mal sein. Ich hätte gestern aufnehmen müssen und ich war so müde. Es hätte gar keinen Sinn gehabt, ich wäre euch hier eingeschlafen. So, Punktum. Und da ihr das auch nicht so toll findet, wenn ich euch hier einpenne, dann habe ich mir gedacht, mach's lieber am Tag Pause und nimm's heute wieder auf. Heute haben wir Dienstag. Jetzt gucke ich mal, ob mein Radlader noch auf den Füßen steht. Boah, ey, er tut es. Ich glaub's nicht. Der Radlader steht auf den Füßen. Ui. Welch Wunder. Gut. Also, wir waren jetzt stehen geblieben. Beim Holzmachen. Da waren wir ja mit fertig mit den Bäumkes, ne? Und ich habe mir jetzt überlegt, was wir jetzt alles haben. Wir haben Kartoffeln, wir haben Zuckerrüben, wir haben Hackschnitzel. André würde wieder was anderes sagen, ich sag das jetzt aber nicht. Ja, und so fort. Und haben 119.000 Euro auf dem Konto. Und weil mir das Angebot aber nicht schmeckt oder nicht passt, habe ich überlegt, vielleicht wäre es sinnig, ein Maschinchen zu verkaufen, was wir im Moment eh nicht brauchen, weil wir Kartoffeln ohne Ende haben. Und uns dafür ein anderes Maschinchen kaufen. Um Silage herzustellen. Und wenn wir Silage herstellen, dann können wir die BGR beliefern. Beziehungsweise wir machen das unter eine BGR. Und so weiter und so fort. So, da muss ich jetzt mal gucken, wie schlau und geschicktesten machen wir das jetzt. So, das heißt, ich klicke mich jetzt hier erstmal durch die Fahrzeuge. Gut, dann würde ich sagen, hier steigen wir mal aus. Den brauchen wir gerade nicht. Ich war jetzt mal legen. Einfach mal diesen Kartoffelernter hier. Den hier. Den wir kaum brauchen. Weil wir jetzt erstmal genug Kartoffeln haben und viel einbringen tun die eh nicht. So. Also. Ob wir ein paar Euro für das Ding kriegen, dann fahren wir mal damit los. Na, Gio, ob das gut geht, was du davor hast? Auf zu meckern. Es geht alles gut. Solange ich fahre. Ja, genau. Lassen wir das. So. Ja, wir haben eine ereignisreiche Woche mal wieder vor uns. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Ja, das Problem ist so ein bisschen... Was heißt Problem? Ich habe halt nicht so die Zeit, ne? Weil ich ja halt berufstätig bin. Und YouTube ja nicht mein Beruf ist, sondern nur mein Hobby. So. Aber da es mein Hobby ist, knall ich ganz schön was am Tage. So, dann gucken wir doch mal, was wir für das Ding denn kriegen würden. 287.000. Oh, das ist nicht viele. Naja, davon können wir uns das Gerät, glaube ich, noch nicht leisten. Egal, jetzt haben wir den erstmal verkauft. Das ist erstmal weg. So. Gut, dann brauchen wir aber Folgendes. Wir müssen sehen. Da geht ja auch noch Zeit ins Land. Also mache ich Folgendes. Nein, den nicht. Genau nicht, genau nicht, genau nicht, genau nicht. Nein. Ja, da gibt es noch einen Case. Ach, guck mal, den habe ich gar nicht sauber gemacht. Ich böser Gio. Harry Yasses. Das machen wir wohl erstmal als erstes, wa? Schön auf die großen Reifen ziehen. Hab ich den so schmutzig stehen gelassen? Böser Kio. Ja, ja. Thank you.
Und da ich weiß, dass der Trecker so nicht sauber wird, müssen wir erstmal einmal einsteigen. Abkoppeln. Aussteigen. Ja, da muss man einen kleinen Trick machen. Ist irgendwie noch ein Bug. Keine Ahnung. Weil der Trecker wird nur komischerweise dann sauber, sobald das blöde Ding da hinten abgekoppelt ist. Wenn er angekoppelt ist, wird der Trecker nicht sauber. Lol. Ja, ich würde sagen, Skript umschreiben, ne? So, das soll reichen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt machen wir mal wieder Rübsti. So, und dann sagen wir mal einsteigen. Und stelle mein Headset mal ein. Das fand ich etwas laut. Weil wenn ich das zu laut habe, dann schreie ich euch nachher in die Ohren. Und das will ich eigentlich nicht. Jetzt klemme ich den wieder hinter. Fahren den mal wieder. Oh lala. Hier in die Ecke. Weil gleich brauchen wir die Sämaschine. Wir brauchen nämlich Mais. Weil für Silage möchte ich gerne Mais herstellen. Aber kein Körnermais diesmal, sondern da brauchen wir einen Häcksler. Einen Maishäcksler. So, das müssen wir mal wieder rausziehen, dass ich auch mal sehe. Oh, ist gut so, ne? Abkoppeln. So doch nicht, ey. Alter Opa, hast Gas und Bremse verwechselt, wa? Ey, scheiße mit fast 45, ne? Wie soll das erst noch mit 60 werden? Führerschein abgeben. Ja, cool. Okay, nächstes Jahr, okay, versprochen. Sag bloß, jetzt passt der Scheißer ja nicht hinter. Das könnte nämlich sein. Das wäre jetzt doof. Das gibt's nämlich, wenn er die falsche Kupplung hat. Wo die eigentlich die gleiche haben. Ob ich das sehen kann. Scheint wohl nicht so, wa? Klick, 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 klick. Puh, da muss ich doch einen anderen Trecker nehmen. Geile. Dann nehmen wir einen etwas schwächeren. Und der steht natürlich ganz woanders. Ah, ich bin begeistert. Das klappt heute wieder. Ich bin ja so. Ich weiß auch nicht. Okay, dann klicken wir uns mal wieder durch. Den machen wir gerade nicht, den auch nicht. Den nehmen wir. Der müsste ja dann passen. So, und jetzt fahren wir mal einmal quer über die Felder, um zu sehen, ob auch wirklich alle gegrubbert sind. Aber so wie ich das sehe, sieht das gut aus. Ja. Fahren wir einmal über diesen Weg. Kommt der Weihnachtsmann. Sieht gut aus. Ja. Wow. Jetzt knallen wir hier mal bei die Felder. Ich habe ja den KI-Verkehr ausgeschaltet. Ich bin so glücklich. Heute nervösen Fuß, glaube ich. Ich will ja nicht meckern. Kann das sein, dass wir einen Bug haben? Nö. Oh.
Okay. Warte mal, oder habe ich die automatische Hilfe ausgeschaltet, ich Dummel? Okay, kann ich jetzt gar nicht rein. Das wäre jetzt ein Dumm. Okay. Muss ich nachher gucken. Es kann nämlich sein, dass der hätte doch funktioniert. Lach mich kaputt. Das will ich jetzt wissen. Weil der ist nämlich kürzer. Ja, lacht ihr mal. Lacht mich mal aus, los. So. Passt doch gut, oder? So, jetzt fahren wir den mal an die Seite. Das ist eh egal, wo der parkt. Ich konnte mir das jetzt mich auch nicht vorstellen. Weil haargenau die gleiche Kupplung. Ewig aussteigen. Ja, hier mal hier rein. Ja, ich denke mal, dass das wahrscheinlich der Fehler war. Wahrscheinlich. Anstatt mal auf die Taste drauf zu drücken. Wow, Geo. Geo. Fehlt mir heute das Feingefühl. Ja. Ja, okay. Ja. Das sieht nach Mais aus, ne? Ja, das eine ist... ja, genau. Ach ja, wie ist das heute ein toller Tag. Scheiße. Okay, das haben wir mal. In unsere Bestände. Ja. Okay, haben wir genug. Haben wir genug. Auch genug. Super. Alles gut. Wir legen uns jetzt wieder hin. Alles ist gut. Hauptsache der KI-Verkehr ist ausgeschaltet. So, und jetzt wollte ich nämlich das Feld nachher mal von der anderen Seite anfangen. Habe ich mir so gedacht. Genau, weil da oben ja das dummselige Haus ist. Yeah. I'm very good. Wow, was lag da denn? Stein? Stein des Anstoßes oder was? Habe ich da verloren? Irgendwas liegt doch da. Ach, ein Holzklumpern. Ein Holzklumpatsch. So, egal. Jetzt müssen wir das doch ganz normal wieder einfädeln hier. Ja. Ah, ist ja... Das Gespann ist nämlich etwas kürzer. So.
Okay, ihr Lieben, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Sendung, weil wir haben nämlich ja schon mal unsere 15 Minuten voll und dann kann ich mal eben die Gelegenheit nutzen, um mal nachzuschauen, ob ich da irgendwas ausgeschaltet habe, ich Idiot. Alles klar, bis morgen, tschüss und danke fürs Zuschauen, tschüss.